This video is powered by ReconCompany.com. Moin, moin, liebe Sportsfreunde von der SHOT Show 2024. Wir sind hier für euch am Stand von Rise Armament. Die Rise Armament Abzüge waren mal für kurze Zeit in Deutschland erhältlich. Leider sind sie im Moment immer wieder vergriffen, aber wir wollen euch das trotzdem nicht vorenthalten. Da pusht mal ordentlich euren Händler, dass die vielleicht wieder welche ranbekommen, weil einfach das Preis-Leistungs-Niveau bei diesen Abzügen wirklich extrem hoch ist. Abgesehen von dem Top-Preis-Leistungsniveau hat Rise Armament noch was Neues im Angebot. Das zeigen wir euch nachher. Erst zeigen wir euch mal einen kurzen Überflug über das Programm an den 6 AR-Abzügen, die meiner Meinung nach wirklich ihresgleichen suchen. Das herausstechende Charakteristikum dieser Abzüge ist, dass sie mit Zero Creep arbeiten, also null Vorzug und quasi 0,1 Kratzen am Abzug, also reine Single-Stage-Trigger. Und von den 0,1% Kratzen des Einsteigermodells Rave 140, das ihr hier seht, mit einem absolut glatten Abzugszüngel, bis hin zum RA 535, den ihr hier ganz rechts seht, was der Ferrari, der Rise Armament Trigger ist, ist wirklich dann auf absolut null Creep. Man legt den Finger drauf, gibt 3,5 Pfund auf den Abzug und klack, und das Ding bricht einwandfrei, und zwar jedes Mal so wie bevor. Ich selber schieße den Rave 140 im Wettkampf, bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit, weil du einfach bei jedem Schuss weißt, was kommt, und sie haben einen brutal schnellen Reset. Also jeder, der gerne dynamisch mit dem AR schießt, ist hier super bedient. Alle diese Abzüge bewegen sich in der Range von 3 bis 3,5 Pfund Abzugsgewicht, also roundabout 1,5 Kilo. Außer der Law Enforcement Trigger, der hier ist, der hat auch einen Curved Abzugszüngel, der hat 4,5 Pfund, das ist einfach so vorgeschrieben hier für die Dienstwaffen von den Law Enforcement Officers, die damit jeden Tag durch die Straßen laufen. Die Abzugsformen sind ganz unterschiedlich, wie gesagt, der Rave 140 hat einen absolut geraden Züngel, was mir persönlich sehr gut gefällt. Der Duty Trigger hat dabei einen sehr gebogenen Abzug, und dann haben wir hier den RA 434, das ist eine Hybridform aus Curved und Straight, ist auch sehr, sehr angenehm zum Schießen. Hier bei dem RA 535 sieht man sehr gut, dass alle mechanischen Teile des Abzugs gelocht sind, damit sie nochmal schnellere Zündverzugszeit haben. Und mit dem Abzug hier dürfte wirklich ein jeder Einzelne zufrieden sein, was die Performance angeht. Ganz neu im Geschäft sind Rise Armament mit Abzügen für die Remington 700 Footprints. Hierbei handelt es sich halt einfach um das meistgenutzte System für Custom-Waffen, vor allem im US-Bereich. Und was der US-Markt diktiert, das wird gemacht. Und was die Kunden fordern, das sollte man tun, wenn man hier vor allem im Geschäft bleiben möchte. Es werden angeboten von dem sogenannten Reliant Pro Trigger für Remington 700 und Klone ein Reliant Hunter und ein Reliant Pro. Sowohl der Hunter als auch der Pro sind wählbar mit gebogenem oder geradem Abzugszüngel, wobei der gerade Züngel unten wie einen kleinen Dorn hat, eine Schräge, sodass man mit dem Finger nicht abrutscht. Der Reliant Hunter und auch der Reliant Pro arbeiten ebenfalls mit der Zero Creep Technologie, das heißt, sie sind ohne Vorzug Single-Stage-Abzüge, ohne Kratzen, so gut wie es geht, wobei der Hunter auch nur die Hälfte kostet, das muss man tatsächlich sagen, da wäre vielleicht ein bisschen mehr Kratzen zu spüren, aber vor allem befindet sich der Unterschied, der Hunter ist von 2 bis 5 Pfund Abzugsgewicht einstellbar und der Pro von 1 bis 3 Pfund. Wir können jetzt natürlich hier nur über Dollarpreise sprechen, aber der Pro kommt für $259 auf den Markt und der Hunter für $139. Das sind im Bereich der High-End oder Custom Abzüge für Remington 700 Series,
wirklich absolute Kampfpreise, wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz da gerade mal so beim Doppelten des Einstiegspreises anfängt. Auch hier, wie gesagt, ohne Creep, die Waffe ist bereits gespannt und der hier ist eingestellt auf ungefähr 1 Pfund. Das heißt, ihr legt den Finger drauf und schon geht's los. Genauso wie hier der Curve-Trigger, auch ohne jeglichen Creep und er fällt auch nicht weit durch. Also ist bestimmt sehr, sehr angenehm zu schießen. Hoffentlich kommen die mal nach Deutschland. Eben die Price Range ist das absolute Totschlagargument, abgesehen von der Qualität, die wir hier haben. Das war's von uns vom Rise Armament Stand. Haltet die Augen offen, wenn sie auftauchen, schlagt zu. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, denkt daran, bitte Like, Abo, Glocke drücken und schaut auch in den Blog auf unserer Website. Wir sind raus. For support, also subscribe Enforce Tech TV.